liebe YouTuber. Passend zur Jahreszeit, im Herbst, gibt es heute ein Video mit einem ganz tollen Birkenkranz mit Hagebutte. Ich habe ganz tolle Hagebutten gesammelt, wie man hier sieht. Wunderschön, Rankenbeeren. Und das ist alles aus der Natur. Das ist alles selbst gewickelt. Und jetzt geht es erstmal raus, weil wir gehen jetzt erstmal raus zum Hagebuttensammeln in die Natur. Gleich geht's weiter. Als Kind vom Lande bin ich natürlich immer in der Natur unterwegs und sammle auch heute Hagebutten. Der Herbst hat begonnen. Die Hagebutte, die wird auch als Wildrose oder Heckenrose bezeichnet und ist natürlich nicht nur für Dekoration schön, sondern die ist auch genießbar. Man sollte die Körnchen nicht essen, aber aus Hagebutten wird unheimlich viel gemacht. Hagebuttenmarmelade, Hagebuttenöl, auch zu Heilzwecken. Und Hagebutten werden auch als Heilmedizin verwendet und können zu Tee verarbeitet werden. Und da wir ja total gern dekorieren, verwenden wir die Hagebutten für Dekos. Das heißt, es lohnt sich in der Natur unterwegs zu sein, aber nicht ohne gute Handschuhe und mit einer richtig guten Rosenschere wie immer. Die habt ihr schon öfters von mir gehört. Und ich habe jetzt hier ganz tolle Sachen noch geschnitten. Die musste ich jetzt auch unbedingt noch haben. Also die sind ein Traum und egal ob die so beerig und buschig in Sträuße oder so schön die Ranken um Grenze, wir werden noch ganz viel damit machen. Und ja, jetzt werde ich dann meine Ernte so langsam einfahren, gehe zu meinem Wägelchen und pack das alles ein, weil das ist ja immer toll, wenn man so schöne Mobilität hat. Hier ist mein toller Wagen, ich liebe ihn und pack meine Sachen ein, werde mich und dann geht's weiter, wenn wir dann im Laden alles ausladen, schön entdornen und einstellen. Ihr Lieben, macht's gut, wir sehen uns im Laden wieder. Tschüss! Wir haben uns jetzt ziemlich viel Arbeit gemacht mit den Hagebutten und man sieht hier so das Ergebnis von ganz viel Fleißarbeit. Also abgedornt sind sie, weil diese Dornen, die gehen immer so nach unten wie Widerhaken, die sind richtig eklig. Die haben wir alle abgemacht. Die einzelnen haben wir gesammelt für Kränze hier unten. Wir haben dann nach Größen sortiert, sind die halblangen, hier haben wir die kürzeren. Und die schönen Ranken, die haben wir alle extra gelassen. Und man kann dann verschiedene Arbeiten damit machen. Und ja, dann dachte ich mir, wir machen heute einen schönen Birkenkranz. Wie dieser Birkenkranz zu machen geht, das zeige ich in meinem Video in der Infokarte. Zeige ich an. Habe ich schon sehr, sehr genau erklärt. Und dieser Birkenkranz, den können wir jetzt ganz toll herbstlich gestalten. Und am Schluss kommt auch noch ein Glas mit Kerze rein. Ich würde den gern für den Tisch gestalten, weil ich finde, es ist immer die Frage Tisch- oder Türkranz. Und ich entscheide mich meistens lieber für den Tischkranz. So, jetzt muss ich mich mal etwas befreien erstmal von den schönen Sachen. Ich entscheide mich meistens für den Tischkranz, weil ich finde, dass ich ihn länger sehe als den Türkranz. Aber beides ist schön und ja, es ist je nach Geschmack. Die Hagebutten, die so ein bisschen länger sind, sind diese Ranken. Ich nehme mal hier das Licht, dass es auch schön auf die Arbeit fällt, dass ihr es gut sehen könnt. So, die wollen wir jetzt an den Kranz machen. Dann habe ich, einen Myrtendraht in Orange, passend zu den Hagebutten ausgesucht. Soll ja schön sein. Und hier ist natürlich ganz toll, dass die Hagebutten so ganz nah an dem Zweig dran sind. Das sieht natürlich sensationell aus. Und für den Anfang schneide ich das erstmal ab und kann ich mir das Leben leicht machen, indem ich erstmal die Ranke in den Kranz einsteche. So, dann versuche ich mal ein bisschen, ich nehme auch jetzt ein bisschen Myrtendraht mal dazu, weil sonst wird es nicht fest. Es gehen auch mal ein paar einzelne ab, also das Schälchen mit den einzelnen, das füllt sich automatisch immer so nebenbei. Und den Anfang mache ich, indem ich den Draht nehme und Ende und Anfang, genau, nicht zu fest ziehen, weil sonst wird es nichts. Immer gut, wenn das passiert im Video. Das finde ich klasse. So, also nicht
total festziehen, weil der Myrtendraht ist nicht so fest wie ein Wickeldraht. Und so ein bisschen locker wickeln reicht ja dann eigentlich auch. Und ich nehme die Ranke und wickle diese Ranken schön um den Kranz rum. Das Ende, wo nichts dran ist, das kann man eigentlich immer abschneiden, weil das ist ja nicht so schön. So, und wenn die eine Ranke schon so ein bisschen dünner wird nach oben, dann lege ich schon die nächste Ranke an und versuche dann einfach ein bisschen die Hagebutten, die so ein bisschen abstehen. Manche wollen es ein bisschen wilder, manche hätten es gar ein bisschen ordentlicher. Ich wickel die meistens so ein bisschen hier mit dran. Das ist Geschmackssache. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn die sich an den Kranz anschmiegen. So, jetzt wird die Ranke wieder ein bisschen dünner. Ich muss wieder die nächste nehmen. Wir haben ja Gott sei Dank genug. Ich greife die immer ein bisschen vorsichtig, weil die verklemmen sich so ineinander. Und die muss man erstmal einzeln zu fassen bekommen, die Kerlchen. Es ist super schön, wie sich die Hagebutten abheben von dem dunklen Kranz. Und eigentlich braucht der Kranz gar nicht viel Deko, außer diese schönen Früchte. Ich finde, manchmal ist auch weniger mehr. Und es ist eine ganz tolle Gestaltung. Ich versuche ein bisschen diese Verzweigungen an den Kranz anzulegen. So ein bisschen ein kleines Geduldsspielchen. Aber es ist ja auch ganz gut, wenn man das mal sieht, dass ich nicht immer im Zeitraffer arbeite. Die einzelnen Hagebutten, die können wieder in mein Schälchen rein. Also immer gleich bereitlegen. Die anderen weit genug wegnehmen, weil die springen sonst wieder ins Geschehen rein. Und das Schöne ist auch, dass wenn diese Hagebutten mal ein bisschen weich werden oder abfallen, was natürlich mit der Zeit auch passieren kann, dann kann man die Ranke einfach dran lassen am Kranz, holt sich eine frische Ranke und wickelt die einfach drüber. Man muss das gar nicht alles abmachen, sondern man macht die neue Ranke einfach dazu und macht die weichen Hagebutten ab. Das heißt, man muss das eigentlich gar nicht auseinandernehmen. Aber schön finde ich das natürlich auch durch den orangenen Draht. Dann hat es so einen ganz tollen Schmuckcharakter. Und zum Thema Draht. Also der Kranz ist mit einem Wickeldraht gewickelt und nicht mit Myrtendraht, der wäre zu dünn. Und der Kranz ist extra, damit es zur Birke gut passt, mit einem braunen Wickeldraht gewickelt. So. Ich finde eigentlich, dass der Kranz jetzt schon genug Hagebutten hat. Ich zeige ihn dir mal. So, es ist jetzt rundum, es ist überall was dran. Ich würde jetzt hergehen. Ich hätte zwar noch hier eine Ranke, eine größere, eine kleinere, aber die lege ich jetzt mal zur Seite. Und damit er auch ein bisschen grün hat, habe ich ein paar schöne Efeu-Ranken geholt. Auch bei denen gilt, die kann man sehr schön hier dran drumherum wickeln. Kann man auch mal von innen rauslaufen lassen. So. Und auch hier ist, wenn die Blätter vertrocknet sind, einfach die Blätter abzupfen und die Ranke drauf lassen und wieder eine frische Ranke drauf wickeln. Also auch das muss nicht immer alles abgemacht werden und getrennt werden. Es ist jetzt in der Herbstzeit, gibt es so viele wunderschöne Früchte und Fruchtstände. Also ich zeige dir noch ganz viele tolle Materialien für den Herbst, die du super verwenden kannst. Ich muss mir die natürlich auch immer ein bisschen zurechtschneiden, die Efeu-Stückchen, dass die hier schön reinpassen. Und ich gehe bewusst nämlich auch eine Efeu-Ranke, die von innen mal rausläuft und nach außen geht, um diese Schwungform vom Kranz zu betonen. Und natürlich ein bisschen darauf achten, dass man nicht dass die Hagebutten schön rausgucken und dass die nicht so mit Efeu überwickelt werden. So, und auch hier, ja. Ja, und eigentlich würde ich sagen, ich würde mir den Kranz jetzt so total gern auf den Tisch stellen, weil ich finde den so jetzt schon ganz, ganz toll als Deko.
den Draht wieder miteinander verzwirbeln und mit einer Drahtschere abschneiden. Und wenn man so, den Draht immer fixieren seitlich in der Spule. Und wenn man hier so von der Nähe drauf schaut, dann sieht man auch, wie schön dieser orangene Draht mit den Hagebutten schimmert. Ja, diese feinen Schmuckdrähte sind auch immer ganz toll und ein wunderschönes Deko-Element. Wenn man dazwischen so eine kleine Hagebutte weich ist, man merkt, die fühlt sich weich an, die ist kaputt, einfach rausschneiden. Das ist am einfachsten. So, damit man das schön auf dem Tisch eine Kerze abbrennen kann und nicht die ganze Birke in Flammen aufgeht, bin ich ein totaler Fan davon, ein Glas reinzustellen in den Kranz. Also entweder man kann ihn mit einem schönen Band an die Tür hängen oder man stellt ein Glas rein mit einer Kerze. Ich habe das jetzt natürlich schon schön passend ausgesucht. Eh klar, ich muss mich ja auf eure Videos vorbereiten. Und, Moment, dann würde ich auch noch ein bisschen Grün reinlegen in dieses Glas. Das finde ich ganz hübsch. Ich habe jetzt hier mal einen Eukalyptus genommen. Lässt sich auch Konifere gut verwenden. Also, egal was. Dieses Grün im Glas wird trocken. Achtung! Und wenn die Kerze ein bisschen weiter runter brennt, dann würde ich dieses Grün auf jeden Fall wieder rausmachen. Das nur so als kleine Warnung, nicht, dass das Ganze in Flammen aufgeht. Ich habe das in einem Windlicht schon erlebt. Das Glas war natürlich kaputt, das Windlicht ist in Flammen aufgegangen. Also Achtung, immer schön sorgsam. Alle Materialien, die trocken werden, die dürfen nicht mit dem Feuer, nicht zu nah am Feuer sein. Das ist doof. Aber ich finde es immer schön, wenn die Kerze noch so weit oben ist, diese Stumpenkerze, dann lockt mich das dann doch, das ein bisschen auszudekorieren. Und hier würde ich jetzt nicht einzelne Hagebutten reinlegen, sondern da würde ich einfach noch so ein bisschen so kurze Stückchen würde ich dann in dem Glas einfach reinlegen. Ja, natürlich auch so, dass der Stiel nach unten geht. Oh, die wollen nicht so, wie ich will. So, und dann ist eigentlich auch schon diese herbstliche Deko ohne weitere andere Herbstfrüchte heute. Ist eigentlich diese herbstliche Deko schon fertig und ich finde, es macht eine ganz tolle Wirkung. Ja, soweit der Birkenkranz mit Hagebutte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Sammeln. Ach, kleiner Hinweis noch, Hagebutten haben natürlich widerliche Dornen. Und ich habe hier ein paar ganz tolle Dornenhandschuhe und das Schöne ist, die sind dann so schön lang und ansonsten hast du nämlich die ganzen Dornen an den Armen. Ja, also ich empfehle mit Dornenhandschuhen, die sind nämlich dick und haben noch den Schutz für die Arme, diese Hagebutten zu sammeln, weil ansonsten spürt man die Folgen leider mit Kratzern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, freue mich auf deine Kommentare und Anregungen, nehme die auch gerne auf für andere Videos. Und bleibt dran. Bis bald. Deine Margit. Tschüss.